Und das habe ich getan. Wenn man die Umstände bedenkt, hätte ich dafür einen verdammten Oscar verdient. So natürlich habe ich mich aufgeführt. Sie haben gesagt, wer hat ihn los? Und ich tue mein Bestes. Du musst noch besser werden. Du musst noch viel besser werden. Oder du wirst dich bald höllisch schlecht fühlen. Bleibt alle cool. Du, bleib cool. Was hatte ich dir gesagt? Was hatte ich dir gesagt? Ich habe gesagt, kauf eine Straßenkarte und verschwinde. Verdammt, was hätte ich denn tun sollen? Sie hätte uns erkannt. Er hätte keinen Scheiß erkannt. Ich sag dir so, wie er uns angesehen hat. Vor allem, wie er dich angesehen hat. Da wusste ich, er wusste. Nicht auffallen. Verstehst du die Bedeutung der Worte? Nicht auffallen. Verflucht! Verdammt, kann man denn nicht mal in Ruhe? Was wollen Sie? Was zur Hölle wollen Sie? Ja, was denkst du wohl, du mieser alter Penner? Ich will ein verdammtes Scheißzimmer. Ja, gut, okay. Haben die Kabel? Nein. Haben die einen Pornokanal? Nein. Haben die Wasserbecken? Nein. Was hatten die dann? Vier Wände und ein Dach drüber. Das ist alles, was wir brauchen. Okay, mach den Kofferraum auf. Wir holen sie raus. Ich will keinen Mucks hören. Du, pflanz dich da drüben hin. Was haben Sie mit mir vor? Ich habe gesagt, du sollst dich hinpflanzen. Pflanzen reden nicht. Wenn du dich bei mir beliebt machen willst, sitz ganz still da und sieh zu, dass du Wurzeln schlägst. Wir müssen mal reden. Hast du einen Namen? Gloria. Hallo Gloria, ich bin Seth, das ist mein Bruder Richie. Wir sollten einiges klären. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und ich will, dass du nur mit Ja oder Nein antwortest. Was ist? Willst du das hier überleben, ha? Ja. Gut. Regel Nummer 1. Kein Gezeter. Keine Fragen. Wenn du Gezeter machst, macht Mr. 44er auch Gezeter. Wenn du eine Frage stellst, wird Mr. 44er sie beantworten. Also bist du dir vollkommen, absolut klar über Regel Nummer 1? Ja. Regel Nummer 2. Du tust, was wir sagen, wenn wir es sagen. Wenn du es nicht tust, tritt Regel Nummer 1 in Kraft. Regel Nummer 3. Komm nie auf die unendlich dumme Idee, wegzulaufen. Mach die Augen auf. Gloria. Wenn du nicht durchdrehst, die Regeln befolgst und uns keinen Ärger machst, wirst du das hier locker überstehen. Ich gebe dir mein Wort darauf. Okay? Was heißt das? Das nennt man einen Punch. Was ist das für eine Geschichte? Seid ihr schwul oder was? Er ist mein Sohn. Wie soll denn das laufen? Du siehst nicht wie ein Japser aus. Und er auch nicht. Sieht chinesisch aus. Ah. Richtig. Bitte tausendmal um Entschuldigung. Keine Bewegung! Was ist denn hier los? Wir veranstalten gerade einen Bikini-Wettbewerb und du hast gewonnen. Und fallen vor die Tür. Richie, würdest du mir einen Gefallen tun und mir die Muschi ausschlecken? Bitte. Sicher. Die Zeit ist um, Prinzessin. Los geht's. Okay, Rumtreiber. Treiben wir uns rum. Eine Frage, bitte. Was? Und wohin geht die Reise? Mexiko. Was gibt es in Mexiko? Mexikaner. Aus welchem Grund besuchen Sie Mexiko? Wir machen Urlaub. Ich wollte ihm seinen ersten Stierkampf zeigen. Sie werden den Wagen durchsuchen. Solange du dich nicht wie ein Irrer aufhörst, wird nichts passieren. Was willst du damit sagen? Womit? Du hast mich einen Irren genannt. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du.
Du hast gesagt, solange ich mich nicht wie ein Irrer aufführe, das beinhaltet, dass ich ein Irrer bin, ein verdammter Irrer. Ich wollte nur sagen, bleib cool. Ja, das meintest du, aber du meintest auch das andere. Das ist nicht der Zeitpunkt, Richie. Ey, scheiß auf diese Latino-Schweinemann. Du hast mich auf jeden Fall einen Irren gemacht. Also da, wo ich herkomme, nennt man das Endstation. Hol hier nicht so rum, verfluchter Scheiße. Oder was? Was war das Erste, was ich je getan habe? Ich bin neugierig, sag's mir. Was war's? Das ist kein guter Zeitpunkt, Richie. Ich weiß. Was, vielleicht als dein Arsch im Gefängnis verfolgt ist und ich herausholte? War das das Erste? Das war irre, ich geb's zu, das war... Ich bin gerade auf dem Klo. Öffnen Sie Grenzkontrolle. Die Tür ist offen. Das gibt's doch nicht. Würden Sie gefälligst die Tür zumachen? Tut mir leid. Pussis, allein spazieren Pussi-Freunde! Im Titty-Twister gibt's Pussis, dass euch die Augen übergehen! Die beste Auswahl an Pussis jenseits des Ural! Pussis im Sonderangebot! Wir haben weiße Pussis, schwarze Pussis, spanische Pussis, gelbe Pussis, wir haben weiße Pussis, kalte Pussis, nasse Pussis! Wir haben stinkende Pussis, haarige Pussis, blutige Pussis, bissige Pussis! Wir haben Seidenpussis, Sandpussis, Nylonpussis, sogar Pferdepussis, Hundepussis! Hühnerpussis, kommt schon, ihr wollt den Pussi, kommt ihr Pussi-Freunde! Was immer ihr wollt, wir haben es für euch, ein reinspaziert Pussi-Freunde! Der liebe Gott ist mit seinen Prüfungen für uns noch nicht am Ende. Aufgepasst, Pussi-Kunden, nutzt unseren Pussi für Penny-Sonderangebot! Ihr kauft eine Pussi zum regulierenden Preis und ihr erhaltet dafür eine weitere Pussi von gleicher oder schlechterer Qualität für nur einen einzigen Penny! Versucht mal, eine Pussi für einen Penny zu unterbieten, wenn ihr irgendwo eine billigere Pussi findet! Fickt sie! Ja? Hey, was haben wir denn hier für eine Pussy? Eine neue Geschmacksrichtung. Apfelkuchen-Pussy. Hey, nicht so schnell, Schönling. Du Arschloch. Na, bin ich auf Zack oder bin ich auf Zack? Na, gehen wir. Nein! Na, wie geht's? Gefällt dir das? Ich hoffe doch sehr. Lass mal sehen. Scheiße. Du findest das lustig. Ich werde dich nicht völlig aussaugen. Du wirst mein Sklave sein. Weil ich nicht glaube, dass du menschlichen Blutes würdig bist, wirst du dich vom Blut streunender Hunde ernähren. Du wirst meine Fußbank sein. Und auf mein Kommando wirst du Hundescheiße vom Hacken meines Stiefels lecken. Und weil du mein Hund sein wirst, ist dein neuer Name Bello. Willkommen in der Sklaverei. Nein, danke. Ich war schon mal verheiratet. Können wir erklären, was hier vor sich geht? Ich weiß genau, was hier los ist. Da draußen wartet eine Meute von Vampiren, die versucht, hier reinzukommen, um uns unser Blut auszusaugen. Und das ist alles, schlicht und ergreifend. Und ich will jetzt nicht so einen Spruch hören wie, ich glaube nicht an Vampire. Denn ich glaube genauso wenig an scheiß Vampire. Aber ich glaube meinen eigenen Augen. Und was ich gesehen habe, waren verdammte Vampire. Also stimmen wir alle darin überein, dass wir es mit echten Vampiren zu tun haben. Ja. Du auch, Prediger? Ich glaube nicht an Vampire, aber an das, was ich gesehen habe. Schön für dich. An ihnen den Kopf abschlagen. Ich sage euch, unsere beste Waffe gegen diese satanischen Schwanzlutscher ist dieser Mann. Er ist Prediger. Soweit es Scott angeht, könnten wir alle nur Abfall sein, aber er gehört dem Verein an. Das Problem ist nur, dass sein Glaube nicht mehr das ist, was... Ich habe jetzt genug von Ihrem Spott. Ich wollte dich nicht verspotten, Jacob.
Wir brauchen dich. Aber ein Priester ohne Glauben ist ohne Bedeutung. Nur ein Diener Gottes kann ein Kreuz nehmen und es diesen Monstern in den Arsch schieben. Ein Diener Gottes kann Leitungswasser segnen und in eine Waffe verwandeln. Also, was bist du? Ein abgefallener Priester oder ein gemeiner, verfickter Diener Gottes? Ich bin ein gemeiner Diener Gottes. Die durch die Dunkelheit schalten, müssen das Licht sehen! Zum Henker war da los. Der Familie dieses Mädchens ist tot. Waren das da drin Irre oder? Sahen die aus wie Irre? Haben die etwa so ausgesehen? Das waren Vampire. Irre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft. Ganz egal, wie irre sie sind.